Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungsshow bei Power TV. Ja, Sie haben bestimmt auch schon den ganzen Tag drauf gewartet. Endlich ist es soweit, unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Wie der Name schon verrät, kostet alles nur noch 5 Euro. Also seien Sie bitte schnell beim Bestellen. Sie dürfen auch gerne bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, es kommt eine Ausnahme. Und wir 4 wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Aber Diana, die weiß das und ich würde sagen, wir holen sie doch direkt zu uns. Dann machen wir das doch mal. Bitte noch die goldene Regel beachten. Wenn Ihnen etwas gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes Produkt bis zu 5-mal bestellen. Und wir beginnen mit... Wir beginnen mit... Das ist super praktisch. Täschchen für... Ja, Reiseorganizer. Ich würde sagen, hier. Für Reisepässe, ja. Oh, das für ja den cool. Reisepass, für Karten, Geld, Bargeld. Geld. Hast du Geld bekommen? Ich habe Geld bekommen. Ich habe auch wieder kein Geld bekommen. Ich mache mir einen schönen Abend. Dankeschön. Ingo, bleibst du wohl hier? Ich habe euch auch alle aber lieb. Schon genau richtig. Wir haben hier nämlich eine Brieftasche mit 11 Fächern und das bietet Platz für bis zu 6 Karten, Reisedokumente und eben auch den Reisepass. Und was ja auch noch richtig toll ist, ist ein RFID-Schutz. Ah. Das verhindert nämlich auch nochmal diesen unerwünschten Zugriff und den Datenklau. Es gibt nämlich ganz böse Buben, die dann einfach auch mal hier ihre oder Daten Damen klauen wollen. Ja, ich sage immer Datenpiraten dazu, aber ich möchte die bösen Mädels nicht rausnehmen, weil du sagst, das böse die Buben. Buben. Ich glaube, das gibt's alles. Und die müssen nur an ihnen vorbeilaufen können, ja, von der EC-Karte bis zu 50 Euro direkt abbuchen oder ja, eben Daten klauen von Kreditkarten oder ähnlichem. Das Schlimme ist, diesen Diebstahl bemerkst du eigentlich dann erst, wenn es viel zu spät ist. Also ich habe meinen Geldbeutel, der hat RFID-Schutz. Ja. Ich möchte auch nie wieder einen anderen. Und wer mit Brieftasche arbeitet, auch Damen haben oftmals so eine größere Brieftasche, ja, in der Handtasche. Ja. Unbedingt mit RFID-Schutz, dann sind sie eben vor diesen Datenpiraten geschützt. Und für 5 Euro schönes Kunstleder, sicher pflegeleicht. Sieht da passt sehr alles edel mögliche aus, rein. Ja, also ich finde es genial. Also sehr edel und man hat so viele Fächer hier. Wo ist jetzt eigentlich das Geld hingekommen? Das hat er sich eingesteckt. Na gut, hier, da ist es. Da, das sind ja richtig viele Fächer. Ich finde auch die Größe einfach super vorteilhaft, weil einfach super viel, also sehr viel reinpasst. Es gibt ja diese üblichen Reisepasshüllen, aber da passt dann wirklich ausschließlich nur der Reisepass rein. Und hier können wir ja von Bargeld den Reisepass über Karten, Flugtickets, also genau, die haben wir eigentlich genau diese Größe. Ja. Und ich würde sagen, für so ein entspannten Urlaub oder auch entspannten Alltag ist das der perfekte Begleiter. Ja. Sieht sehr edel aus, sehr elegant. Definitiv. Ich mag das, wenn Ordnung ist. Und hier ist ja wirklich, kann man alles Mögliche reintun. Es ist super ordentlich untergebracht. Und wie gesagt, Sie bekommen einen Schutz vor Datenpiraten. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Du, und wir haben ja mal das einen Test gemacht. Also wirklich am Anfang. Es gibt eine kostenlose Handy-App, mit der du wirklich Daten auslesen kannst. Ja. Und eine liebe Kollegin von mir, die hat das nicht geglaubt. Dann bin ich an ihre Handtasche und dann hatte ich ihre EC-Kartendaten bei mir auf dem Handy. Und die hat sich sofort so einen RFID-Schutz gekauft. Mhm. Oftmals kriegt man von Banken auch für die EC-Karte einen einzelnen Schutz. Ja. Aber die anderen Karten auch, mittlerweile hat ja alles Chips. Also es geht auch um den Personalausweis, es geht um die Gesundheitskarte, es geht um Kreditkarten, es geht um die EC-Karte. Eigentlich alles, was so ein Chip hat, beziehungsweise auch Near Field Control, ja, das ist ja diese berührungslose, ja, Datenübertragung, da sollte man so einen Schutz haben. Und eine Brieftasche finde ich ja sowieso auch immer sehr praktisch. Sehr stylisch gerade, auch. Ne? Gerade auf Urlaubsreisen, weil ihr habt es gerade schon genannt, Tickets oder ähnliches, Auslandskrankenschein, was man so alles dabei hat, passt da alles rein. Also gerade, wenn man in den Urlaub fährt, ich war jetzt vor kurzem im Urlaub und habe dann gemerkt, am Flughafen hat man immer alles, gerade als Frau, immer so in der Handtasche. Dann wirft man alles rein, dann sucht man den Ausweis am Gate, dann sucht man die Bankkarte, um was zu bezahlen, dann sucht man den Reisepass. Und hier haben wir ja alles auf einem Fleck und können eben einfach einmal in die Handtasche greifen und alles an einem Ort und einer Stelle. Ja, hat auch uns der Eberhard geschrieben aus Dresden. Ich finde es gut, alle Reiseunterlagen auf einer Stelle zu haben. Und die Ruth hat geschrieben, man kann alles, was für eine Reise an Papieren notwendig sind, drin verstauen. Alles ist übersichtlich angeordnet und passt gut in einer Handtasche. Alles ist perfekt. Und für 5 Euro finde ich es noch perfekter. Deshalb bestellen Sie sich jetzt Ihren Reiseorganizer mit RFID-Schutz mit der NX9444. Und der 569 ist natürlich optimal für die Reise gedacht. Aber ich finde auch so, wenn man viel unterwegs ist, ist das auch eine super Sache. Passt ja echt viel rein. Also
Seien Sie da bitte schnell. Sie dürfen gerne auch für die ganze Familie bestellen. Bis zu 5-mal dürfen Sie ja hier zugreifen. Ist auf jeden Fall eine super Sache und Ihre Daten bleiben dann Ihre Daten und werden eben auch nicht geklaut. Ein super Start in die 5-Euro-Show. Aber es geht jetzt die ganze nächste fast halbe Stunde weiter mit tollen Produkten für Sie. Jedes kostet nur 5 Euro. Dankeschön, Jana. Monika, packen wir gemeinsam aus? Machen wir. Oho. Für 5 Euro ist der Wahnsinn. Das ist genial. Das ist unser dehnbarer Gartenschlauch mit 5 Metern Länge, würde ich sagen. Nein, 2,5. 2,5 sogar, okay. Aber der sich aber unter Wasser auf die dreifache Länge und das dreifache Volumen erweitert. Das ist also ein ganz normaler Gartenschlauch. Aber wenn der Wasserdruck wieder weg ist, geht er wieder zusammen, wird enger. Das Restwasser wird rausgepumpt und er wird wieder kurz. Und jetzt haben wir hier, also glaube ich, eine perfekte Lösung für jemanden mit kleinen Terrassen oder kleinen Gärten. Ich kenne das auch, wenn man die ganz normalen handelsüblichen Gartenschläuche aufwickeln möchte, dass das einfach extrem schwierig ist, weil die so steif sind. Mhm. Und hier hat man ja gar kein Problem. Man kann den ja auch sehr, 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 sehr minimieren und einfach mal irgendwie in so eine kleine Truhe, die man mal auf der Terrasse stehen hat, packen. Aber so einen großen Gartenschlauch kann man nicht mal eben so leicht verstauen. Ja. Also der passt in den Schuhkarton. Ja, der passt in den Schuhkarton. Der passt in den Nachttisch. Und auch die Ummantelung, die ist einfach auch wirklich hier richtig strapazierfähig, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Ich denke auch, dass da hier so ein UV-Schutz mit dabei ist, bin ich mir ziemlich sicher. Auch das nochmal ein Riesenvorteil und eben dieser Klickverschluss für alle üblichen Wasserhähne geeignet, wo Sie eben den Gartenschlauch anschließen können. Also das ist wirklich hervorragend. Und der dehnt sich dann wirklich automatisch aus. Sie müssen da nicht dran ziehen oder ähnliches. Das macht einfach hier dieser Wasserdruck. Ne? Das ist wirklich wunderbar. Du hast auch keinen Knick drin und wenn er dann fertig ist, kannst du ihn wirklich in den Schuhkarton tun. Der verknotet nicht und gar nichts. Ist wirklich der genialste Gartenschlauch, den man sich so vorstellen kann hier. Auch mit dieser Nylon-Ummantelung, da gleitet der praktisch so über den Boden und kann eben auch nicht hängen bleiben so richtig. Das ist also wirklich ein fantastischer Gartenschlauch, den es hier in der 5 Euro... Wo kriegt man einen Gartenschlauch für 5 Euro? Du, ich kann mich erinnern, kostet der Meter 5 Euro. Ich kann mich erinnern, wir haben mal einen Gag gemacht mit den Gartenschläuchen, um die Stabilität zu testen und haben ein Auto dran angehängt und haben es abgeschleppt. Ging auch. Also es ist jetzt kein Abschleppseil, aber das soll die Qualität, die Haltbarkeit zeigen. Die Schnellverschlüsse, der Adapter auch für den Schnellverschluss, alles im Lieferumfang enthalten. Und jetzt haben wir eben 7,50 Meter statt 2,50 Meter durch den Wasserdruck. Und ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass er sich eben, wenn der Wasserdruck wieder weg ist, zusammenzieht. Ja. Weil das Gewicht bei Nylonschläuchen ist oftmals das Restwasser, das drin steht. Das gibt beim Wegräumen auch immer die große Sauerei. Ja. Das entfällt hier komplett. Also ein wirklich fantastischer Gartenschlauch. Sie können auch mehrere hintereinander machen. Sie können den ja bis zu 5-mal bestellen, wenn Sie einen größeren Garten haben. Die Bestellnummer ist die NX5988 und die 569. Der sieht einfach, ist einfach klasse, weil er so einfach zu verstauen ist auch und nichts mehr wiegt. Wenn ich daran denke, normalerweise hat man immer so eine Riesentrommel irgendwo auf dem Wagen. Hier ganz einfach in unseren Schuhkarton hat der gepasst. Irre. Wir machen weiter und rufen Diana mit dem nächsten Produkt. Oh, danke schön. Danke schön. Ganz neues System hier. Wow, das sieht ja mal stilvoll aus. Schau mal. Wow, das ist eine Salz- bzw. Pfeffermühle, oder? Ja, und vor allem, es ist, ich würde mal sagen, es ist ein Zweier-Set. Okay, haben wir beide. Salz- und Pfeffermühle. Aber wirklich sehr, ich sehe Keramikmahlwerk, das ist auch richtig. Ich glaube, kein Zweier-Set. Das ist, glaube ich, eine einzelne. Genau, es ist eine einzelne Salz- oder Pfeffermühle mit einem Keramikmahlwerk aus Edelstahl. Sehr, sehr edel. Also jetzt zwei Stück für 5 Euro, das hätte ich gedacht, ist nicht möglich. Ja. Ist auch nicht. Aber eine, da kann man ruhig, also kannst ja mehrfach bestellen. Die kann man mehrfach bestellen. Ja. Man denkt natürlich im ersten Moment immer an Salz und Pfeffer. Hier, das ist genial. Also viele mögen elektrische. Ja? Viele sagen aber, ich habe das Händische, da habe ich mehr Gefühl drin. Ja, je nachdem, wie ich drehe, so viel Gewürz kommt raus. Das ist eine Einstellungssache, aber stilvoll sehen die auf jeden Fall aus. Ganz einfach zu handhaben. Ich habe gerade mal das Magazin aufgemacht, das ist auch schön groß. Ach, da füllt man das ein? Ja, guck mal, hier machst du die Schraube runter und dann kannst du den Deckel und da kommt ganz einfach, da ist eine Riesenfüllmenge drin. Dann kannst du das machen und das ist auch sehr, sehr stabil. Das heißt, auch nach dem 20., 30., 100. Mal auffüllen ist das immer noch stabil. Dann kommt wieder die Edelstahlschraube oben drauf und schon ist es gerichtet und dann musst du nur drehen. Und du kannst eben den Mahlgrad auch einstellen nach deinen eigenen Wünschen. Genial. Ich finde die
sieht einfach nur schick aus. Ja, auch, ne? Ist das Edelstahl? Das ist Edelstahl, ja. Wow. Gerade so zum Grillen mal so auf den Tisch stellen. Pfeffer und Salz hat man eigentlich immer auf dem Tisch. Aber hier mal richtig edel in dieser Edelstahl-Form. Weißt du, was ich noch finde? Das ist jetzt nur so ein Gedanke, der mir kam. Das sieht auch aus wie eine Schachfigur. Das könnte auch eine Dame im hochwertigsten Schachspiel sein. Ja? Ja, da haben sie jetzt halt zwei Damen auf dem Tisch beim Schach. Aber es ist einfach stilvoller, eine Gewürzmühle auf dem Tisch zu haben, auch wenn man Gäste hat, als diese Streuer aus dem Supermarkt. Ja? Diese Plastikstreuer, Sie wissen, was ich meine. Und vor allem, viele sagen ja auch, frisch gemahlen haben Gewürze, egal ob Salz oder Pfeffer, ein ganz, ganz anderes Aroma. Also ich finde einmal, das frisch gemahlene ist ein großer Aspekt, aber eben auch die Ästhetik. Ja. Und der Trend geht ja bei jedem dahin, eine schön eingerichtete Küche oder Esszimmer zu haben. Und so ein Salz-Pfeffer-Duo in Edelstahl sieht sehr, sehr schön aus auf dem Esstisch oder in der Küche. Also gleich zwei bestellen am besten. Genau, und zwar mit der Bestellnummer NX7490 unter 569. Ja, Gewürze schmecken deutlich besser, wenn die frisch gemahlen sind. Und hier kann man das mal sehr edel auf dem Tisch präsentieren. Bestellen sich zwei davon, dann haben sie Salz und Pfeffer. Aber sie können natürlich auch Chili-Pulver. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man frisch am Tisch mahlen kann. Sieht optisch sehr schön aus und schmeckt einfach auch besser. Damit wertet man das nochmal richtig auf, so einen Tisch, ne? Mit so schicken Salz. Ja, es ist auf jeden Fall so schicken Salz und Pfeffer. Wesentlich stilvoller als alles. Wesentlich stilvoller, finde ich auch. Und es geht schon weiter. Wir haben einen Preisalarm. Sie sehen das bei uns auf dem Bildschirm. Das bedeutet, hier ist ein Produkt, wo wir nur ein kleines Kontingent zu dem Preis zur Verfügung haben. Deswegen bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Also ich schüttel gerade ein bisschen den Kopf, weil ich weiß, wir haben das als Bestseller derzeit in unserem normalen Programm. Oh ja. Und zwar sind es diese Anti-Mückenkerzen. Und zwar in echter Kokosnussschale. Das heißt, auch jede Kerze sieht anders aus, ist sehr individuell. Und jetzt kommt's, es ist ein Vierer-Set. Ach, nee, vier. Echt? Wow. Es sind vier dieser Kerzen im Kokosnussschale und echte Schale, ganz, ganz wichtig. Und man könnte es vielleicht erkennen an der Kerzenfarbe, wenn du es mal umdrehst, Merve. Gelb. Da kommt ein Zitrusduft raus, der für uns, also für die allermeisten, unglaublich angenehm ist. Aber für diese Stechmücken ein Geruch, den sie überhaupt nicht mögen. Und jetzt kann man vielleicht mit so einer Kerze mal der Mückenplage Herr werden, dass man wenigstens auf Balkon oder Terrasse mal in Ruhe sitzen kann. Ja, ist ja furchtbar dieses Jahr mit den Mücken. Also gerade durch den milden Winter und den langen Regen, den wir jetzt bis vor ein paar Wochen hatten, ist natürlich ideale Brutumgebung für diese Mücken. Ich bin auch schon ganz zerstochen worden dieses Wochenende. Wir haben auch schön draußen gesessen, man merkt das gar nicht. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und ist total zerstochen. Ich habe zwei unterm Fuß. Unterm Fuß, das ist auch nicht schön. Oh. Mhm. Also hier schreibt uns zum Beispiel die Janine aus Torgau, die Anti-Mücken-Kokosnussschale ist gut wirksam und sehr dekorativ. Ich habe eine am Boden und eine in Tischhöhe platziert. Und der Kai aus Zülpich schreibt, erfüllt seinen Zweck und hat ein tolles Design. Und nochmal, jede einzelne Kerze ist ein Unikat, weil es echte Kokosnussschalen sind. Also halbe und dementsprechend keine Kokosnuss gleich der anderen. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass du das als Schale für das eine oder andere noch danach verwendest, wenn die Kerze mal leer gebrannt ist. Aber so ist es halt eine Anti-Mückenkerze und die ist dieses Jahr notwendiger als jemals zuvor. Habt ihr auch viele Mücken bei euch? Furchtbar. Also gerade wenn man abends draußen sitzt, hört man immer nur dieses oder wenn man nachts im Bett liegt, aber es hört auch gar nicht auf. Also ich habe immer die Hoffnung, dass es, wenn es mal richtig schön geregnet hat oder regnet, dass weniger Mücken da sind, weil sie sich vom Regen verstecken. Das ist aber ein Irrglaube. Kommen eigentlich nur noch mehr. Und draußen sitzen, ich wohne am Naturschutzgebiet, ist schlichtweg unmöglich. Also abends draußen sitzen mit Freunden, so ein schöner Grillabend ohne solche Kerzen ist wirklich unmöglich. Und ich habe mich damit komplett ausgestattet. Also wenn ich mit Freunden abends draußen sitze, dann ist der komplette draußen Esstisch voll mit Zitruskerzen. Am besten schon, bevor der Abend losgeht, ein paar Minuten vorher anzünden, dass sich der Zitrusduft schon entfaltet. Ja. Und dann gehen die kleinen Stechmücken eben zum Nachbarn und ärgern den. Aber sie haben eben einen ruhigen Ton. Und wie gesagt, wir haben das letzte Woche erst vorgestellt im Normalprogramm zum Normalpreis.
Sie bekommen sie jetzt richtig hammermäßig für 5 Euro. Und da sehen wir auf pearl.de 17 Euro für das Vierer-Set. Und Kerzen sind halt mal nicht günstig, deshalb ist das ganz legitim. Die Bestellnummer ist die NX8259 und die 569. Und ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ein Vierer-Set dieser halben Kokosnüsse, gefüllt mit einer Anti-Mücken-Kerze und sieht mit Sicherheit auch gut aus. Ja. Hier würde ich gleich mal empfehlen, auch an den Rest des Sommers denken, mehrere Vierer-Sets bestellen. Ja. Der ist Preisalarm gewesen. Also Entschuldigung, tut mir leid, war unser Preisalarm. Maximal ein Vierer-Set pro Besteller. Bisher habe ich wieder nicht dran gedacht. Aber du kriegst ja vier, also ist schon ein toller Deal. Vielleicht die Nachbarn noch fragen. Oh, das ist auch toll für deinen Grillabend, Merve. Oh ja. Kannst du dir direkt hinhängen? Einmal. Weil man sucht immer den Flaschenöffner, oder? Und also, wenn der Flaschenöffner nicht da ist, dann wird zum Feuerzeug gegriffen. Und dann kommt die Kollektivfrage, hat jemand mal einen Flaschenöffner? Ja. Und mit diesem wunderbaren Flaschenöffner, den man sich einfach an die Wand hängen kann, geht jede Flasche super einfach zu öffnen. Vor allem die Deckel der Glasflaschen landen dann einfach hier unten in dem Auffangkorb, den man dann ganz entspannt leeren kann und nirgendwo liegen die ganzen Deckel rum. Also ob man das jetzt außen zum Grillparty unter der Pergola anbringt oder auch in der Kellerbar, ich finde das überall gut. Vor allem die Deckel musst du nicht suchen oder vom Boden aufheben, die sind hier im Auffangkorb und ich habe es ja in der Hand, ich finde auch die Materialien wirklich toll, weil es ist echt Holz und es ist echtes Metall. Also bei 5 Euro könnte man mutmaßen, da ist irgendein Kunststoff verbaut. Nein, nicht und sie hängen es dort auf, wo sie es brauchen. Und dann ist das nur noch, steht auch für die ganz Intelligenten, steht es noch da, hier bitte öffnen, also open here. Je später der Abend, desto wichtiger die Beschriftung. Wo war das nochmal? Ja, open here. Wo geht die Limo auf? Ja, hat uns auch der Finn geschrieben, tolles Produkt für die Männerrunde in der Garage oder im Haus. Sehr witzig und nützlich echt weiter zu empfehlen. Also ich glaube, das ist wirklich mein Highlight und eben auch diese Kronkorken, dass die sich nicht überall immer verteilen. Das ist ja sonst auch immer echt lästig, gerade wenn man dann wieder aufräumen muss. Also bestellen Sie das vielleicht mal oder Sie bringen es vielleicht auch mal mit, wenn Sie wo eingeladen sind. Ich denke, das ist auch eine coole Geschenkidee, vielleicht dann auch mit einem Sixer irgendwas zu trinken. Ja, dann kommt das gut. Ja, oder auch mehr. Ein Kasten. Reicht dir ein Sixer etwa nicht? Sixer ist ein Sixpack, oder? Ja, genau. Ein Sixer. Ja, ich kannte das Wort Sixer nicht für Sixpack. Ja, du musst halt mal nachfragen. Den Sixpack kriegst du vom Sixer nicht. Nee. Also das Sixer schließt das Sixpack prinzipiell aus. Das ist dir schon klar. So, also genial hier mit tollen Materialien. Und mit Sicherheit auch mal ein schönes Mitbringsel. Ja. Weißt du, was ich auch schlimm finde, wenn man es draußen macht, eine Party, und irgendjemand läuft barfuß und steht mal auf einen Kronkorken, der falsch rum da liegt. Das kann üble Schmerzen bereiten. Wenn sie gleich aufgefangen werden, kann das überhaupt nicht passieren. Die Bestellnummer ist die NX3349 und die 569. Das ist einfach hier wirklich der Hit. Das ist auch wirklich ein Hingucker, aber eben auch eine saubere Lösung. Und da muss man eben die ganzen Kronkorken nicht mehr einsammeln. Ich kenne auch viele, die mit Kronkorken dann irgendwas basteln mit ihren Enkelkindern, wenn man die ein bisschen ausgewaschen hat. Vielleicht auch da eine coole Sache. Einfach mal kreativ werden. Wir haben doch auch so ein Dartspiel, wo man so mit Kronkorken braucht. Auch also nicht schlecht. Die werden alle gesammelt und Sie können damit dann auch andere Sachen noch machen. Ein sehr witziger Flaschenöffner. Also von der Größe, vom Gewicht her würde ich sagen Schmuck. Weiß es nicht. Nein, ist nah dran. Ist aber sehr, sehr praktisch, wenn man so etwas gesucht hat. Ich darf es dir mal geben. Das ist ein SIM-Karten-Organizer, oder, Ingo? Es ist ein SIM-Karten-Organizer und gleichzeitig auch noch ein Micro-SD-Kartenlesegerät. Also, wenn man mehrere SIM-Karten hat, kann man die hier prima organisieren. Wozu braucht man das? Klar, im Ausland, wenn man mal ist, ist eine dortige SIM-Karte natürlich deutlich günstiger als eine deutsche. Aber Sie können dazu auch noch hier Ihre Micro-SD-Karten auslesen von Ihrer Kamera, von Ihrem Handy. Es gibt ja so viele Geräte, die Micro-SD-Karten nehmen. Und die muss man ja irgendwie am Computer dann mal nachgucken, was da für Fotos und Videos drauf sind. Das geht hier alles ganz automatisch. Oben haben wir noch die Reset-Nadel, sehe ich gerade. Ja, das ist auch mit dabei. Und dann eben diese SIM-Kartenhalter oder auch um die SIM-Karten, um jetzt eine Nano-SIM-Karte bei einer Micro-SIM-Karte mal einzuführen. Das müssten auch Adapterlösungen sein. Also wirklich genial. Das ist das Lesegerät. Und es hat gerade mal Scheckkartenformat.
Das passt also selbst in jeden Geldbeutel oder mal in die Brieftasche, die wir vorhin hatten. Ja, das ist also genial. Das hier ist auch immer richtig wichtig, damit man überhaupt das SIM-Kartenfach aufkriegt. Ja. Viele nehmen dann ja auch mal einen Ohrstecker oder so, aber hier, das ist ja das richtige Werkzeug dafür. Finde ich wirklich hervorragend, gerade im Urlaub. Kann man dann hier mal alle SIM-Karten verstauen und diesen SIM-Kartenlaser finde ich auch super praktisch. Und gerade im Urlaub, wenn du eine ausländische SIM-Karte holst, ja, musst du ja deine SIM-Karte irgendwo sicher verstauen. Ja. Und die ist ja nicht allzu groß, nee, und im Geldbeutel einfach so offen ist, ja, vielleicht ein bisschen gefährlich. Dann hier rein und die ausländische ins Handy. Und wenn du wieder zurück in Deutschland bist, dann wechselst du es einfach wieder. Ja. Also ich finde es genial. Ja, vor allem so klein und kompakt, ne? Das ist ja so im Scheckkartenformat. Das passt mal eben mit in die Geldbörse rein. Und dann hat man eben mal Ordnung in seinen SIM-Karten und ein Kartenlesegerät. Alles dabei hier für 5 Euro. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich sowas finden würde, wenn ich sowas suchen würde. Hier bei uns sind Sie fündig geworden in der 5-Euro-Überraschungsshow. Die Bestellnummer ist die SD2105 und die 569. Auch hier können Sie natürlich wieder gerne bis zu 5-mal zugreifen. Das ärgert mich immer, wenn ich irgendwo in ein nicht-europäisches Ausland fahre. Da braucht man ja nur in die Schweiz zu fahren. Was dann plötzlich an Roaming-Gebühren und Telefongebühren auf einen zukommt, da holt man sich schlauerweise am besten in irgendeinem Supermarkt so eine Wegwerf-SIM-Karte, damit man wieder preisgünstig telefonieren kann und in Kontakt bleiben kann. Oftmals, wenn du hinfliegst, werden dir ja schon am Flughafen angeboten. Das sind ja jede Menge Anbieter. Gehst du hin, lässt du das ausstatten. Habe ich gesehen, im Automaten sogar und, schon. Und verlierst deine alte vor allem nicht wegen dem Organizer, also deine alte SIM-Karte. Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Und wir machen weiter mit... Oh, super praktisch. Braucht, denke ich mal, jeder einen Batterietester. Jetzt sind wir wirklich im Haushalt. Ich liebe diesen Batterietester, weil er wirklich den Füllstand haargenau anzeigt. Und wir können, aber Merve, du musst mir jetzt gleich sagen, ich glaube, alle handelsüblichen Batterien testen. Also Doppel-A, Triple-A ist klar, aber wahrscheinlich auch CD und Knopfzellen sehe ich auch. Die ist randvoll. Und sogar 9-Volt-Blöcke. Ja, also das ist genial. Merve, sind es alle Batterien, wo ich gesagt habe? Ja, nicht ganz alle, aber es ist für fast alle Batteriearten. Genau. Doppel-A, Triple-A, N und D oder Knopfzelle, N weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ja. Aber das sind die 9-Volt-Blöcke, glaube ich. Genau. Also vom Typ LR44 ist für alle gängigen Batterien wirklich das geeignet. Und jetzt sehen wir hier die Skalierung. Nimmst du es nochmal kurz raus? Achten Sie mal auf die Grafik, wo jetzt die Fingernägel drüber sind. Guck mal, hier haben wir die Finger. Hier. Und da sieht man es, wie das wirklich hochläuft und genau auf den Punkt den Füllstand zeigt. Und nicht nur rot, gelb, grün, sondern das nochmal unterteilt. Und da sehen wir, die ist absolut tauglich. Oftmals gibt es ja... da kann man langfristig sehr viel Geld sparen. Oftmals gibt es sehr, sehr stromintensive Sachen mit Batterien, zum Beispiel Spielzeuge. Und dann hast du eine Fernbedienung, da könntest du die eigentlich vom Spielzeug her leere Batterie wahrscheinlich noch mal 6 Monate benutzen, weil die Restenergie da noch reichen würde. Mhm. Und deshalb kannst du da mit so einem Tester natürlich auch noch richtig viel Geld sparen. Ich wurde schon wieder gestochen. Ich war es nicht. Also bestellen Sie unbedingt diese Kerzen. Jetzt hätten wir vorhin die Kerzen anzünden sollen. Die möchte ich auch um mich. Ich finde den Batterietester auch super sinnvoll, weil ich kenne das von mir zu Hause. Ich habe eine Batterieschublade und in diese Batterieschublade werfe ich prinzipiell alle Batterien, egal ob neu oder benutzt. Ich weiß, das ist nicht sehr schlau, aber ich mache es. Und manchmal, wenn ich dann Batterien brauche, greife ich in das Fach, gucke die Batterie an und denke, ist die jetzt neu oder ist die alt? So, und dann kann es zu Hause persönlich nicht testen, stecke sie dann immer in meine Fernbedienung. Aber genau dafür wäre es einfach perfekt, dass wir das zu Hause oder unterwegs, also auch perfekt für Reisen oder einfach unterwegs sein, testen können. Ja, vor allem, weil du da so eine stufenlose Skala hast, wo du das auch noch sehen kannst. Es ist hier 60%, 70%, 80% voll. Genau, wir haben ein LCD-Display und das zeigt mir das ganz entspannt an. Finde ich super, ja. Wir haben übrigens auch an anderer Stelle Batterien im Angebot, ne? Also die vielleicht dann auch am meisten. Ja, da kann man sowieso nie genug haben. Die Pearl-Batterien, es ist wichtig. Sind echt gut. Und vor allem, du kannst auch mal... immer voll. Nein, Quatsch. Du kannst auch mal ausschließen, ob das Gerät kaputt ist oder die Batterie leer ist. Oftmals weiß man das nicht. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ist das Gerät kaputt oder liegt es an Batterien? Batterien testen, wenn die voll sind und es funktioniert nicht, hat man ein anderes Problem, was du aber sonst nicht entdeckst. Also für 5 Euro ein Batterietester, ich finde es einen genialen Preis. Und Batterien haben wir wirklich in jedem Haushalt. Irgendwas, Uhren, Wagen, Fernbedienungen oder. Und dann kannst du eben auch mal die älteren Batterien, wie bei dir,
alle testen und dann aber mal trennen, bitte, ja, die neuen und die einmal alten. Das. Und es schützt ja auch vor dem Wegwerfen von Batterien, wie du vorhin gesagt hast. Sie könnte in einem anderen Gerät eben noch ein paar Monate verweilen. Und nur weil das Spielzeug nicht mehr funktioniert, müssen wir die Batterien nicht wegschmeißen, sondern können einfach noch mal gucken, okay, ist noch ein bisschen Saft drauf, also geht's noch. Mit der Bestellnummer NX4853 und der 569 können auch Sie zu Hause mal jede Batterie überprüfen, ob da noch Saft drauf ist oder nicht. Denn ich müsste das auch dringend tun. Naja, man hat die eigentlich immer in der Schale, weil wenn du einmal die Packung aufgemacht hast von so Batterien, kriegst du ja nicht wieder zurück. Ja. Und dann liegen die da in der Schale und wenn die 2-3 Jahre alt sind, können die auch sich selbst schon entleert haben. Und dann verlässt du dich drauf, ich habe noch Batterien. Und hiermit weiß man dann eben, dass man Batterien hat, die noch funktionieren. Sehr gutes Produkt und auch nur 5 Euro und auch bis zu 5-mal bestellbar für Sie. Und wir gehen weiter im 5-Euro-Show-Express. Dankeschön. Was bekommen wir denn jetzt? Was bekommen wir denn, Ingo? Oh, eine Fernbedienung. Oh. Eine Fernbedienung. Kann ich lauter, leiser? Vor allem auch muten kann man auch. Nein, es ist eine ganz besondere Fernbedienung, okay, die ich allen Angehörigen von Senioren empfehle, weil jeder, der so jemand Ü80 in der Familie hat, hat schon mal mitgekriegt, falsche Taste, Fernbedienung gedrückt, nicht mehr zurück ins Programm gekommen. Es sind ganz einfach, auf modernen Fernbedienungen sind gefühlt 200 Tasten. Hier sind nur die Tasten drauf, die auch wirklich wichtig sind und es sind alles Großtasten. Also hier kannst du anschalten, ausschalten, du kannst lauter machen, du kannst zappen und du kannst die Direktwahl. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Das Ganze auch noch für 2 Geräte und es ist ready to use, weil die ganze sind also viele Produkte schon vorprogrammiert oder man kann sie einlernen. Vorprogrammierung zum Beispiel schon bei Samsung, bei Sony, bei LG, bei Panasonic, bei Philips. Das sind nur ein paar, die hier genannt sind, aber dann auch lernfähig für alle anderen. Und das ist genial. Und hier kann man eben nicht mehr aus Versehen die falsche Taste drücken. Okay, was sein könnte A und B? Man muss halt umschalten, wenn man 2 Geräte hat. Benutze ich jetzt den Fernseher oder den Receiver? Aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Ja. Wortwörtlich das kleinste, weil hier haben wir kein kleines Problem aufgrund der großen Tasten. Ja. Ingo, ich weiß, du nimmst sowas auch immer mit im Urlaub, ist oder? Bei mir im Reisegepäck immer dabei, so eine Fernbedienung, weil ich in Hotelzimmern, die sind alle sauber, ich traue immer den Fernbedienungen nicht. Die haben ja alle möglichen Leute schon angefasst und mit so einer Fernbedienung drücke ich einen Knopf und schon funktioniert das dann auch für den Hotelfernseher. Und die nimmt nicht viel Platz weg und hat wirklich, ganz ehrlich, mehr braucht man doch gar nicht, oder? Ich habe dich gerade ausgestellt. Gemutet oder jetzt ganz bist du aus? Wieder an. Aus. Okay. Also da kann man ja wirklich hier ganz einfach die dann benutzen, statt der Hotelfernbedienung. Ich finde es auch ganz intelligent, wenn du die als Notfall oder als Notreserve zu Hause hast, weil, also gerade auch wenn mal eine Fernbedienung von einem Fernseher kaputt gegangen ist, wenn du die vom Hersteller nachbestellst, da werden teuer. 40, 50, teilweise bis zu 70 Euro nur für die Fernbedienung verlangt. Ja? Und sind wir ehrlich, die meisten Optionen brauchst du nicht. Ja. Hier hast du die wichtigsten drauf und wäre vielleicht auch mal eine günstige Alternative zur Originalhersteller. Fernbedienung. Ja, wir brauchen Batterien. Genial. Batterien brauchen wir auch. Batterien, bitte vorher Merve? Testen, ob sie funktionieren. Hast du noch volle Batterien, Merve? Nein, glaube nicht. Ich sage hier noch die Bestellnummer. Die PX2499 und die 569. Und die Größe der Tasten ist auch perfekt für ältere Leute. Jetzt möchte ich mich da rausnehmen, weil auf der richtigen, also Fernbedienung, auf meiner Fernbedienung ohne Brille, sehe ich nicht, was für eine Taste das ist. Hier, es gibt ganz schrecklich die Seite kurz, Fernbedienung. Ganz kurz, hier erkenne ich es auch ohne Brille. Also, das funktioniert. Das war wieder eine richtig geniale 5-Euro-Überraschungsshow mit vielen Highlights. Unbedingt notwendig dieses Jahr sind meiner Meinung nach, fragen Sie mal Monika und Merve, die Kerzen mit Mückenabwehr. Ja. Da ist auch schon die Nachfrage riesengroß. Ich habe da ran ans Telefon und auch bei allen anderen Produkten. Sie denken bitte dran, wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Wenn das weg ist, dann gilt wieder der Normalpreis. Also keine Zeit verlieren, ans Telefon und viel Spaß damit.